Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Gearbest bietet im Moment keinen Germany Express Versand mehr an. Das ist bedauerlich. Denn dank Germany Express haben wir die Lieferung zollfrei bekommen. Das heißt, wir mussten keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, was viel wichtiger ist. Wir mussten nicht ewig darauf warten, weil die Sendungen beim Zoll hängen und müssen sie dann auch nicht abholen, sondern bekommen das von Hermes dann direkt an die Tür geliefert. Aber seit gestern Mittag, wenn ich mich nicht irre, ich habe gerade noch eine Bestellung abgeschickt mit Germany Express. Und danach ging es nicht mehr. Das ist bedauerlich. Ich habe natürlich Gearbest gefragt, den Service, warum und weshalb. Und es ist im Moment wohl zu viel, deswegen den Black Friday, wegen den Cyber Monday. Und jetzt ist ja auch noch Vorweihnachtszeit, wo sowieso ein sehr hohes Bestellaufkommen ist. Und klar, ich bekomme da auch keine Details. Ich weiß nur eins, es ist im Moment nicht verfügbar. Ich habe dann auch natürlich den guten alten Ronny von nerd7.de auch gefragt, wie er das denn jetzt handhabt, weil ich weiß, dass er auch viele Produkte aus China eben über Gearbest bezieht. Die sind ja nun mal, glaube ich, der günstigste Shop im Moment. Und ich kaufte auch alles und das ist ziemlich mies. Und da hat er gesagt, man solle jetzt das über Belgium Registered Airmail bestellen. Ja? Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Wir kaufen jetzt mal dieses Pipo N7. Das habe ich noch über Germany Express bestellt. Yes! Hat mir aber in der Ersparnis nicht so viel gebracht, weil das nämlich einen Tag später ein Flash-Sale war und das hätte ich Geld sparen können. Habe ich aber nicht. Proceed to Checkout. Und da sehen wir hier nämlich kein Germany Express mehr. Normalerweise wäre das Priority Line, ja, also als Oberpunkt und dann als Unterpunkt Germany Express oder EU Express. Und jetzt haben wir hier nur noch Registered Airmail. Unregistered Airmail fällt sowieso flach. Das ist die nicht registrierte Luftpost. Da gibt es auch keine Tracking-Nummer und so. Und das geht mal überhaupt nicht klar. Außerdem ist Registered Airmail ebenfalls kostenlos. Für alle, die es auf jeden Fall schnell haben möchten, die müssten über DHL bestellen. Was der Unterschied zwischen DHL EU und DHL can ship more than 2 picks products with built-in or removable battery, habe ich echt keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen preislichen Unterschied. Da müsste man selbst mal fragen, aber hier DHL EU klingt ja eigentlich ziemlich vertrauenswürdig, ist aber teurer als DHL ohne EU. Wie gesagt, tut mir leid, dann weiß ich im Moment auch nicht, aber deins steht auf jeden Fall fest. Das ist so viel, ich weiß, dass auch DHL Express geht, also recht schnell, 3 bis 7 Tage, das stimmt auch, aber da müsst ihr, das geht halt immer durch den Zoll. Mittlerweile übernimmt zum Beispiel bei mir auch fast immer jetzt DHL die Verzollung. Das kostet dann aber 12,50 Euro extra, ja, für die Kapitalbereitstellungsprovision. Geht aber natürlich dann alles ziemlich schnell. Und der DHL-Mann kassiert das dann direkt an der Haustür ab. Letztes Mal habe ich sogar von DHL, das muss auch ganz neu sein, eine SMS bekommen. Und eine SMS stand drin, dass sich halt ein Paket für mich bereitlegt bei DHL und dass die das für mich verzollen würden. Ich bräuchte halt nur einen Wertnachweis zu schicken. Und das kann man auch online machen. Fand ich wirklich echt ein guter Service. Habe ich dann auch gemacht. Da hätte ich auch die Möglichkeit haben können, dass ich gesagt hätte, nein, ich möchte diesen Service nicht in Anspruch nehmen. Dann wäre das zum Zoll gegangen und ich hätte es hier in mein örtlichen Zollamt dann halt abgeholt und mit einem Wertnachweis ausgelöst. Aber so habe ich den einfach dann, ich hatte im Moment auch gar keine Rechnung da. Ich habe den dann einfach das Angebotsschreiben geschickt. Ich habe als Angebot einfach gescreenshottet und fertig war der Lack. Und dann haben die den Preis gesehen, haben Zoll berechnet und habe ich das dann auch bezahlt. Und also die 19% plus die Kapitalbereitstellungsprovision. Und da kam es dann wirklich schnell. Ich habe halt ein bisschen extra Kohle bezahlt. Ansonsten wählt ihr Belgium Register. Das hat dann auch Ronny von nerd7 empfohlen. Es gibt dann auch Schweden registered. Es gab auch noch Luxemburg registered. Belgium registered soll wohl am besten laufen. Das heißt, dass es dann hoffentlich auch mal also schneller kommt als in den 18 bis 28 Tagen. Das soll aber zumindest am zuverlässigsten durch den Zoll kommen. Aber im Gegensatz zu Germany Express ist das dann hier halt nicht mehr sicher, dass es halt nicht durch den Zoll kommt. Und dann müsst ihr entsprechend Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Oder ihr nehmt halt gleich Expedited Shipping über DHL und dann, wie gesagt, da wird es dann bei mir zurzeit eigentlich immer von DHL direkt verzollt. Und da bezahle ich das auch an der Haustür und dann ist gut. Unterm Strich muss man hier irgendwo zugeben, also wir haben ja zum Beispiel jetzt mal durch das Pipo N7 Tablet offen und das kostet 84 €. Und ja, jetzt rechnet euch mal davon, von den rund 85 €, ja, sind das 16,15 € Einfuhrumsatzsteuer. Ja, da haben wir dann einen Gesamtpreis von 100 €.
Ja, klar, das ist jetzt natürlich immer noch mehr, als wenn wir es mit Germany Express bestellt hätten. Aber wenn wir uns das dann in der Gesamtheit angucken, haben wir immer noch einen 7 Zoller mit einem Full-HD-Display, 2 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festspeicher und ich glaube Rockchip drin. Ne, MediaTek 6183A, der bringt, glaube ich, 35.000, 36.000 Punkte. Ich habe das Teil auf jeden Fall bestellt, da werdet ihr das ja sehen. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, das werdet ihr in keinem Elektronik-Supermarkt, Elektronik-Großmarkt, werdet ihr so ein Angebot finden, auch wenn ihr jetzt die Einfuhrumsatzsteuer darauf entrichten müsst. Ich hoffe, dass natürlich Gearbest Germany Express dann demnächst wieder anbieten wird. Und ich werde euch natürlich dann darüber berichten. German Express ist allerdings nicht komplett gestorben. Ich liege hier wild rum, weil ich was ganz Bestimmtes suche. Und zwar das aktuelle Angebot, welches ich auf meiner Homepage veröffentlicht habe. Das machen wir jetzt mal zu, das geht mir auf die Ketten. Und zwar der Monitor, den habe ich auch heute bestellt. Das ist HKC, ein HKC G27. Den gibt es aber auch als G32. Würde hier in dem Falle die Displaygröße, nämlich 27 oder 32 Zoll, beschreiben. Ich habe die 27 Zoll Variante, weil ganz ehrlich, 32... Da gucke ich ja nur noch so hier, wie im Kino, erste Reihe. Das ist mir da ein bisschen zu groß. 27 ist perfekt, habe ich bisher ja auch schon. Und den werde ich testen. Und gut, den gibt es auch bei Amazon. Aber bei Gearbest habe ich eine Aktion bestellt, weil bei Amazon kostet da nämlich 319 Euro, was abgesehen davon für so einen Monitor immer noch ein Hammerpreis ist. Aber die, ich glaube, die 32-Variante, die kostet dann ungefähr gleich bei Gearbest und bei Amazon. Da kann man es dann ganz ehrlich auch bei Amazon bestellen. Weil das ist nämlich Versand durch Amazon. Dann kommt es schnell. Ich habe meine jetzt bei Gearbest bestellt bei 280 Euro. Da war dann doch der Preisunterschied ein bisschen heftig. Nämlich 40 Öcken. Und ich muss dazu sehen, ich bin ja nur ein ganz, ganz armer kleiner YouTuber. Muss ich auch mal zusehen, dass ich das günstig kriege. Und hier ist der Punkt. Da gibt es Germany Express noch. Also die haben es wirklich nicht... Oder sie haben es einfach nur vergessen. Wenn sie es nur vergessen haben, ist es mir im Großen und Ganzen auch egal, weil nämlich mir der Gearbest Service gesagt hat, wenn ich was dann über DHL bekomme, statt über Hermes, und ich muss Zoll bezahlen, dann erstatten die mir das zurück. Das haben die auch auf Facebook oder so veröffentlicht. Und deshalb ist es mir eigentlich egal, Hauptsache ich krieg das Teil. Und hier, Tatsache, ist immer noch der EU Express, Germany Express. Ganz ehrlich, was EU Express so genau ist, weiß ich auch nicht. Germany Express, Punkt. Zollfrei, schnell, was will man mehr? Das hier, das haut auch locker. Also 22 Business-Tage zum Beispiel habe ich noch nie gewartet. Jedenfalls nicht zu normalen Lieferzeiten. Also bei Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten, da müsst ihr, das ist bei jedem, bei den meisten, also es ist häufig so, sagen wir mal so, dass die Versender oder das DPD, Hermes, DHL, UPS, wie sie alle heißen, oder die Online-Stores selber da echt überfordert sind, wenn ja Bestellaufkommen dann so krass ist. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch auf diesen Monitor freuen. Eben hier noch Germany Express verfügbar. Warum, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall so. Ich hinterfrage das ehrlich gesagt auch nicht. Hier habe ich es vorgestellt. Da könnt ihr euch ein bisschen durchlesen. Ist ein ziemlich geiles Teil. Ich bin total scharf drauf. Wird hier beworben. Erstmal ist es ein Curved-Monitor und mein erster Curved-Monitor. Ich bin aber YouTuber. Ich habe hier die billigste Printe, die ich bei eBay gefunden habe. Aber 27 Zoll Full HD. Und aber ein TN-Panel. Das Ding hat hier ein, habe ich vorher noch nie was von gehört, ein VA-Panel. Das ist nochmal was Eigenes. Danach gibt es noch IPS. IPS finde ich immer klasse, ja, weil blickwinkelstabil aus der Hölle. Und VA ist nochmal was Eigenes. Blickwinkelstabiler als TN, aber ich glaube nicht so blickwinkelstabil wie IPS. Soll aber nicht so eine gute Reaktionszeit haben, ja, im Gegensatz zu TN zum Beispiel. Aber der hat 4 Millisekunden. Ganz ehrlich, also mein erster Monitor, 14 Zoll, TFT, 400 Euro, hatte 20 Millisekunden und mit dem konnte ich auch zocken. Also ich denke mal, 4 Millisekunden ist zum Zocken, denke ich mal, vollkommen okay. Das ist ein Hammerpreis definitiv, eben die 280 Euro oder bei eBay, bei Amazon eben die 300 und ein paar zerquetschte. Und ich bin gespannt. Hat auch irgendwie noch so eine FreeSync, ne, flüssige, artefaktfreie Performance. Also eigentlich ist mein Monitor auch schon artefaktfrei und flüssig, aber warum auch nicht? Vielleicht ist es irgendwie dann auch kranker, ich habe das ja vorher noch nie gesehen. Mein Monitor lebe ich ein bisschen hinter dem Mund, das muss ich auch zugeben. Ich kann nicht alles testen, es kostet alles einen Haufen Kohle und meine Mittel sind begrenzt. Ich habe den jetzt bestellt, ich habe auch AMD-Technik drin, also zumindest habe ich eine AMD-Grafikkarte. Ehrlich gesagt ist mein Prozessor ein Intel i7, ein alter i7. Ihr habt bestimmt gemerkt, jetzt mal noch ein bisschen themenunabhängig, dass ich in letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht habe, weil
ich halt jetzt ein bisschen was checken musste. Ich arbeite hier noch mit vorsinnflutlicher Technik, ne? So mein Computer, den habe ich jetzt mal meinen uralten i5 gegen uralten i7 eingetauscht, also upgraded, aber mit ganz großen Anführungsstrichen. Habe mir auch einen neuen Kühler dazu gekauft, weil unser Stresstest, der da noch ein bisschen heiß wurde. Aber das Konvertieren meiner Videos dauert einfach mal ewig. Schneiden ist recht prozessorlastig. Dann habe ich mir jetzt mal einen neuen Tisch gekauft, weil mein Tisch, mit dem ich hier arbeite, auch mal uralt ist und mir ständig die Boxen runterfallen, weil das Ding total so wickig, wickig. Ihr versteht, was ich meine. Also, ich musste hier mal ein bisschen was machen. Ach ja, und meine Upload-Rate konnte ich erhöhen. Übelst cool, einfach nur, indem ich mein Kabelmodem abtauschen lassen. Yay! Dann haben sie aber zwei Kunden verwechselt und dann wurde meine Upload-Rate blieb konstant, obwohl ich ein neues Kabelmodem hatte. Stattdessen ging dann bei jemand anderem das Internet nicht mehr. Also, es war alles ein bisschen aufwendig in letzter Zeit. Aber nun habe ich eine bessere Upload-Rate. Ich habe einen ordentlichen, vernünftigen Tisch, mit dem ich arbeiten kann. Und ich habe einen i7-2600K, also ein alter Prozessor, der aber, wie gesagt, immer noch schneller ist als mein anderer alter Prozessor. Yay! Und ich habe auch viele Sachen wieder verkauft bei eBay. Das ging auch alles weg wie warme Semmeln, muss ich sagen. Da werde ich auch demnächst mal ein paar Sachen einstellen, könnt ihr beobachten. Aber jetzt ist da wieder nicht mehr viel, weil nicht im Forum, hier auf moschus.de und auf meine Angebote drücken. Da werde ich auch immer wieder gefragt. Und dabei habe ich schon so oft gesagt. Und dann habt ihr hier bei eBay dann halt, was ich zurzeit verkaufe, das Ligo M7 und das Mnet Power jetzt aktuell. Und das Okitel U22. Das, und ich hatte auch jetzt, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen eingestellt, weil ich ja sonst auch das Geld. Oh, hier ist ja wieder ganz schön was los. Da muss ich mal wieder ein paar eure Fragen beantworten. Nun denn, nochmal eine kurze Erinnerung an meine Gutscheine, die ja auch immer noch laufen. Da müsst ihr halt auf moschus.de und auf ins Forum. Da könnt ihr euch einfach anmelden, aber ihr müsst euch eigentlich nicht anmelden. Mal lesen kann jeder und dann auf Marktplatz. Und dann findet ihr hier jede Menge Gutscheine. Und da sind echt ein Haufen geiler Scheiß dabei. Interessanterweise zum Beispiel, das Dere. Ich dachte, das. Ja, da muss ich jetzt mal kurz schauen. Ja, Germany Express. Da ist es auch noch da. Wurde also offensichtlich bei einigen Produkten immer noch drin gelassen und bei anderen rausgenommen. Und auch nochmal ganz schnell. Add Shipping Insurance to your order. Das ist die Transportversicherung. Würde ich auf jeden Fall immer machen, denn die Lieferung, ich glaube Germany Express oder eine andere, sind immer unversichert und da haftet ihr für. Deshalb das dazu buchen, der Versand ist meistens eh spottbillig, noch dazu buchen und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich mache das auf jeden Fall immer. Und ja, also es ist nicht komplett raus, also bei Smartphones, dummerweise, ausreichend bei Smartphones und Tablets und Smartwatches ist es auf jeden Fall rausgenommen worden. Aber hier bei den Notebook ist es noch da und bei den Monitor auch. Und habe ich das vorhin nicht schon gelöscht. Und mit dem Gutscheincode, nur als kleines Beispiel, kostet das Gerät dann hier 136 Euro. Und das ist für so ein geiles Notebook einfach mal der totale Hammer. Ich stelle das demnächst vor. Ich warte die ganze Zeit. Ich müsste das jederzeit kriegen. Aber wie schon erwähnt, Gearbest hatte zurzeit so einen Shopping-Peak gehabt. Und jetzt dauert alles länger. Aber das scheint woanders auch das Problem zu sein. Ich habe vom Banggood zum Beispiel für mein aktuelles Testgerät. Und ich kann damit einfach nicht weitermachen. Für das Honda V10 Pro habe ich eine Tastatur unterwegs und da steht, dass die noch irgendwie am Flughafen von Hongkong festhängt, die Lieferung. Ja, waiting for fly. Die Tastatur wartet, um zu fliegen. Keine Ahnung, was da los ist zurzeit in China. Auf jeden Fall bedeutet das Verzögerung und es bedeutet halt, dass wir jetzt unseren schönen Germany Express zollfreien Versand im Moment halt nicht zur Verfügung haben. Ich halte euch auf den Laufenden. Hier könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen rumstöbern. Denn selbst wenn man Zoll bezahlt, sind viele Geräte immer noch so dermaßen billig, dass das trotzdem kein Problem ist. Nun denn, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Das kommt morgen. Bis dahin. Ciao.